Es sind definitiv nicht die heißen Sommertage, sondern eher Tage wie heute, die wunderschönen Herbsttage, wo man die Natur so richtig spüren kann, wo man froh ist und ganz genau weiß, warum man sich für ein Cabrio, in unserem Fall für einen Roadster, entschieden hat. Es ist aber nicht nur die Natur und das Gefühl, offen zu fahren, sondern auch die Power, die der neue Nissan 350Z auf die Straße bringt, die die wunderbare Kombination aus Sportwagen und cruisigem Cabrio darstellt. Vor diesem Auto muss gewarnt werden. Es hat persönlichkeitsverändernde Eigenschaften, die bei regelmäßigem Gebrauch Abhängigkeitsgefühle hervorrufen. Besonders Personen, die nicht als typische Sportwagenfahrer gelten, sind gefährdet. Beim Minivan-Fahrer zum Beispiel, der sich angewöhnt hat, auf die unreife Welt der tiefer gelegten und der Lichthupendränger hinabzuschauen, weckt der 350Z verdrängte Wünsche. Ein erstes Omen seiner Kraft. Etwas unter der Motorhaube macht bei der kleinsten Berührung der Zehenspitze mit dem Gaspedal ist der 350er Z, 350Z, leider nicht, weil er 350 PS hat, sondern weil die Z-Baureihe einen 3,5 Liter Motor eingebaut hat. Früher waren es 280 PS. Die Techniker haben ihm eine kleine Frischzellenkur spendiert und dementsprechend auch die Leistungsdaten ein bisschen nach oben geschraubt. 301 PS leistet der V6-Motor und das sorgt natürlich in Verbindung mit dem relativ geringen Eigengewicht für Top Fahrleistungen und einen Top-Highspeed. 301 PS, die wollen gezähmt werden. Zum einen müssen sie einmal auf die Straße kommen und dafür sorgt ein wirklich schön und exakt abgestimmtes Sechsganggetriebe, das ganz, ganz kurz zu schalten ist und das macht so richtig Freude und natürlich auch den dynamischen Charakter des 350Z Roadster aus. Zum anderen gehört natürlich ein ordentliches Fahrwerk dazu und ganz, ganz wichtig, weil Leistung ohne die nötigen Bremsen eine fatale Kombination wäre, hier nicht. Hier sorgen große Bremsbohrzangen für ordentliche Verzögerungswerte. This, 300 PS, Beschleunigungswerte, die einem sämtliche Falten aus dem Gesicht drücken, eine exklusive und bestens verarbeitete Innenausstattung und mehr ist kaum möglich, also volle Punktezahl. 10 von 10 Go-Sternchen für den Fun-Faktor. Ist eine Cartier-Uhr wirtschaftlich, wenn eine Swatch genauso gut die Zeit ansagt? Natürlich nicht. Und in der Klasse, in der sich der Nissan Roadster bewegt, geht es auch nicht um Wirtschaftlichkeit. Bei einem Anschaffungspreis von rund 46.000 Euro geht es darum, ob man sich den Luxus und das Vergnügen eines Nissan 350Z leisten will, nicht ob man ihn sich leisten kann. Luxus ist nie wirtschaftlich. Und der 350Z macht da keine Ausnahme, obwohl er definitiv zu den günstigsten Angeboten am Markt gehört. 5 von 10 aufregend scharfen Go-Sternchen für die Wirtschaftlichkeit. Sicherheitstechnisch wartet der 350Z mit allem auf, was zum sicheren Fahren in einem Sportwagen notwendig ist. ABS, ESP, Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seiten- und Kopf-Airbags und eine Brembo-Bremsanlage garantieren Schutz auf höchstem Niveau. 10 von 10 Go-Sternchen für die Sicherheit. Der von uns getestete Nissan 350Z Roadster verfügt über einen V6-Motor mit 300 PS und 3498 Kubikzentimeter Hubraum. Maximales Drehmoment 353 Newtonmeter bei 4800 Umdrehungen die Minute. Beschleunigung von 0 auf 100 in 6,3 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, elektronisch abgeregelt. Verbrauch im Test 12 Liter. Der Preis 46.150 Euro. Die meisten von Ihnen werden jetzt sagen, ja, keine Frage, schaut super aus, geht gut, klarerweise 301 PS, aber für mich nicht leistbar. Dem muss ich ein bisschen widersprechen, denn all jene, die schon einmal mit so einem Konzept, mit einem sportlichen Auto und dann noch mit einem Cabrio geliebäugelt haben, die wissen, was diese Autos normalerweise kosten. Im Fall des 300Z Roadster in der aktuellen Version sind es 43.000 Euro. Wenn man ihn fully loaded, also mit den Ledersportsitzen und mit ein paar anderen gut ist, dann sind es 46.000 Euro. Und das ist angesichts der Leistung und der Qualität relativ günstig.